Hallihallo und willkommen zurück. Und ja, wir sind ja immer noch. Ja, bei diesen Fangarmen. Und ich muss ehrlich und offen, ja, offen und ehrlich, so rum eingestehen, dass ich ein bisschen versucht habe, offline umherzuprobieren, was man hier machen könnte. Und mir blieb nichts anderes übrig, als mir die vorhergehende Folge einmal nochmal anzugucken. Und wer lesen kann oder zuhören kann, ist klar im Vorteil. Das ist dort ein Benzintank oder sowas in der Art. Hochexplosiv. Explosiert bei starker Hitze, was ja dort beschrieben wurde. Und jetzt weiß ich auch, wozu diese Kanister hier dienen. Ja. Man katapultiert oder schießt sie einfach darüber. Und siehe da, aus dem grünen Balken, alles okay, wird plötzlich gelber Balken. Und jetzt können wir uns ja eigentlich schon vorstellen. Ah, Alarm sagt er auch schon. Was beim zweiten Mal passiert. Es hat funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf Sie. Gut, ich sehe Sie. Wir treffen uns dort. Mein Fehler. Nicht zugehört. Gut. Können wir also weitermachen. Dann fahren wir hier mal runter. Und das Geräusch ist gar nicht gut. Okay, Ellie, halten Sie sich bereit. Noch einer. Was? Sind Sie irre? Das Ding in der Mitte? Wenn Sie das anzünden, wird alles hier drinnen abfackeln. Richtig. Sagen Sie, Strauss, er soll sich festhalten. Es geht los. Oh, Scheiße. Diesmal war ich cleverer. Ah, okay. Achtung, aus den Löchern in den Wänden kommen noch mehr. Was? Boah, und nur solche. Scheiße. Das heißt, ich muss ja wahrscheinlich das Ganze ein bisschen schneller machen. Haben wir noch einen? Haben wir noch einen? Oh, ja, einer von denen kommt noch. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Schnell nachladen. Hol dir hier so ein Ding da. Komm ran. Und Feuer. Hier wird gleich alles in die Luft fliegen. Ach Isaac, Gott. Gehen Sie schnell da hoch. Wo hoch? Wo hoch denn? Boah. Laufen, 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 laufen. Lauf! Fahr, 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 fahr. Kommt da irgendwas? Nee. Boah, Alter, wie das hier alles explodiert. Wo lang, wo lang, wo lang? Ach, wir gehen wieder rein. Puh! Würde ich Ihre Sturheit sogar bewundern, Mr. Clark. Aber das hier ist bedeutender als Sie, bedeutender als das Leben aller auf dieser Station. Sir, die letzten Evakuierungsvorbereitungen laufen. Offenbar endet es jetzt. Ab hier ist alles nur noch Ballast. Isaac, was meinte er damit? Was meinte er, als er von Ballast redete? Er nutzt den Solarstrahl. Wir müssen den Transport stoppen. Oh, sofort! Scheiße! Ah! Was ist das für ein Arschloch? Keine Möglichkeit mehr, um rüberzukommen. Bringen Sie uns zurück zur Station. Na los! Warum? Tun Sie es. Schnell.
Die Ishimura. Wenn die Gravitationsstrahlen noch funktionieren, kann ich... Sie wollen den Regierungssektor zurückziehen? Isaac, das ist lächerlich. Wenn ich die Schienen ein paar Sekunden ausrichten kann, sollten Sie mit der Bahn rüberkommen. Seien Sie bereit und passen Sie auf Stross auf. Isaac, nein. Das ist eine ziemlich dämliche Idee. Warten Sie es ab. Mein Kopf ist voller dämlicher Ideen. Wir gehen jetzt wieder auf die Ishimura. Nein. Nein. Nicht gut. Da werden Erinnerungen wach. Wenn es denn wirklich so ist. Aber es sieht alles ein bisschen anders aus. Ein bisschen. Musik, ey. Ellie, ich bin drin. In der Flight Lounge sollte ein Computer sein. Ich kann den Status des Schiffs von dort aus checken. Sind Sie okay? Sie klingen ein wenig nervös. Als ich das letzte Mal hier war, lief es nicht so gut. Ich melde mich bald wieder bei Ihnen. Oh ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch schon wieder ein bisschen angespannt. Wobei es noch recht ruhig ist. Aber ich glaube, das ist gleich vorbei. Obwohl... Dürfte hier überhaupt einer drin sein? Ich weiß es nicht. Wo geht's überhaupt lang? Oh oh. Ach, hier. Scan. Schwerkraft- und Lebenserhaltungssysteme auf Notreserve. Primärsysteme offline. Hauptzentrifuge ist aufgrund von Reparaturarbeiten offline. Scheiße, das habe ich mir gedacht. Was? Die Schwerkraftzentrifuge wird repariert. Ich muss runter zum Maschinendeck. Das könnte interessant werden. Ist es sicher? Ich wüsste nicht wie, aber ich werde es Sie wissen lassen. Gut. Und plötzlich öffnen sich Türen, die vorher verschlossen waren. Und ich höre doch schon wieder was. Alter Schwede. Schön. Fahrstuhl. Rein da.
Ich glaube. Ich wollte schon sagen, ich kenne den Raum. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Zwei Knoten. Ja gut, könnte ich jetzt anbringen. Habe ich jetzt im Moment kein Interesse für, muss ich ehrlich sagen. Ich bin so ein bisschen leicht angespannt. Auf jeden Fall haben wir früher im ersten Teil, glaube ich, hier vergessen, die Kisten aufzumachen. Das passiert uns jetzt nicht. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das war so hier ziemlich der Anfang. Dann haben wir hier das Ding zerschossen und dann haben wir die Tür aufgemacht und dann... Genau. Aber ist schon geil gemacht, ne? So Ishimura irgendwo jetzt auf so einem Deck da festgemacht und jetzt nur noch hier... Ja. Verkleidet. Ich komme jetzt nicht auf das richtige Wort. Abgeschottet. Isoliert. Fehlen hier jetzt wirklich nur noch die Leute mit den Anzügen, ne? Mit den weißen Anzügen und mit dem Helm. Das hast du doch nicht umsonst gemacht. Was ist hier los? Wir müssen da rum. Dass das überhaupt noch an ist, wundert mich. Ja. Den Raum kennen wir auch. So, wir gehen weiter. Es ist Wahnsinn, dass bis hier nichts los ist. Sollte es mich wirklich täuschen? Oder sollte ich mich täuschen? Hier müssen Nekromorphen sein. Präziser Raum dafür eigentlich. Verschlossen. Ah, okay, Munition. Nehmen wir mit. Oh, Scheiße, Alter, ey. Wie still das ist. Genau gewusst. Der sitzt aber nur und traut sich nicht. Oh. Also sind sie hier. Alter Schwede. Schaffe ich schon von Weitem? Ich hoffe, es kommt nichts von hinten. Isaac! Isaac! Sie bringen ihr das Schiff ein! Ja, ich weiß! Ich melde mich wieder!
Kann man auch nicht schnell gehen. Oh, still von hinten, habt ihr das gesehen? Leute, 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 Leute. Na komm. Aktivieren. Und dann noch was. Ach so, sie dringen ein Schiff ein, heißt das? Dass sie jetzt von hinten kommen. Na komm. Komm, schnell. Hu. So, dann werden wir hier mal rein. Und hoch. Ja, Ellie, ich pass schon auf. Aber ich bin unterwegs zur Zentrifuge. Seien Sie vorsichtig. Meld mich, wenn sie online ist. Ich melde mich, wenn sie online ist. Na super. Viel Stase. Vollständig gesäubert und dekontaminiert. Na super. Okay. Ich sehe schon mal eine Speicherstation und einen Shop. Da werden wir uns dann in der nächsten Folge hinbegeben. Also zum Shop zumindest. Wir werden jetzt erstmal speichern und eine kleine Pause machen, denn wir haben ein bisschen über 17 Minuten schon wieder rum. Haben wir das ja doch nochmal auf die Ishimuga mussten. Oder müssen. Und ist mir eigentlich gar nicht recht. Gut. Wir können es nicht ändern. Wir machen das Beste draus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.